Willkommen bei Klemmerstab, hier ist wieder Mike. Ja, und ich habe mir was gegönnt. Ich habe mir echt was gegönnt. Nächste Woche ist ja Karwoche und die Osterwoche danach ist ja auch noch frei. Jedenfalls für mich, für Schulkinder auch. Die haben ja eh gerade alles frei. Ja, am besten wird sagen, wir sind die nächsten 2 Wochen frei. Arbeite nur noch morgen, übermorgen. Ich habe mir gedacht, ich kurbel mal ein bisschen die Wirtschaft an und kaufe mir was. Ich habe lange gesucht, bis ich was Passendes gefunden habe. Was heißt Passendes gefunden? Was Passendes habe ich gefunden, nur halt zum passenden Preis. Ich zeig's euch mal, warte mal. Ja. Das habe ich mir gegönnt. Das Set 60198. Das aktuelle Altmann-Set, glaube ich, ist das sogar. Ja. Was ist da so drin? Oh. Da ist eine E-Lok drin, eine vierachsige. Zweiachsige Waggons. Einen vierachsigen Kranwagen. Gabelstapler. Ein paar Minifiguren, ein Stellwerk, was das sein soll, ziemlich primitiv gehalten, kann man schöner machen, ehrlich gesagt, aber gut. Wir haben einen Geldtransporter, Prellbock, eine Weiche ist drin, ja, mit Containern und sowas. Ja, schon ist hier unser Logo. Ja, der Kreis ist knapp 1,50 Meter lang und 70 breit, mit einem Abstellgleis, kein Ausweichgleis. Ja, aber nicht, dass ihr jetzt denkt, der gute Mike ist jetzt unter die Kartonbauer gegangen. Nein. Dieses Set hier. Der wird vielleicht höchstens der Gabelstapler und der Geldtransporter davon gebaut und das auch noch in abgewandelter Art. Und der Rest? Ich benutze die Teile nur. Ich habe noch einen Weihnachtszug, der habe ich noch nicht vorgestellt. Muss ich noch machen. Den mache ich jetzt zu Weihnachten. Aber ich habe für den Weihnachtszug noch, da steht schön Christmas Trailer drauf. Ich habe derzeit bei meinem Kumpel Uli, beim Haus- und Hofsteine-Drucker nochmal andere bedruckte Fliesen Auftrag gegeben, dass ich die Waggonteilung nach Städten benenne, so wie es der Orient-Express damals war und sowas, so edlen Zug, und dafür brauche ich eine Lok. Ich habe mir gedacht, ich habe eine Dampflok, ihr kennt das vielleicht von den Bildern her auf Facebook, den Zug auch. Diese Lok, nee, wollte ich nicht bauen, ich baue eine. So eine E-Lok, so ein Zwitter zwischen AE44 und mal gucken, eine deutsche E44 oder sowas. Muss ich mal gucken, wie ich es hinkriege. Auf jeden Fall will ich mal rantesten mit dem Lego Train Set jetzt mal, wie das ist, mit dieser Fernsteuerung, also sowas. Ich als alter Eisenbahner bin ja sowieso voll begeistert von den Zügen. Teilweise gut geht so. Der Santa Fe Zug damals, ah, der war geil, aber konnte ich mir damals nicht leisten, aus persönlichen Gründen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was ich hiermit so baue. Ich bin selber jetzt total gespannt. Den Kran werde ich auch umbauen, wenn schon, wird er komplett in Gelb werden. Kleine Abwandlung, das ist wahrscheinlich so ein, oder er wird ein Waggon werden, ich weiß es noch nicht, muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall, dieses Set wird dann gebaut. Das mache ich dann. Ja, gibt es da noch was dazu zu sagen? Nö, ich denke mal nichts. Ich erzähle es nochmal. Achso. Ich habe vor einer Woche angefangen zu googeln bei den Preisen. Die variierten vor einer Woche zwischen 128 und 298 Euro bei verschiedenen Anbietern. Mal war der eine günstiger, mal war der andere günstiger. Ich habe mich jetzt entschieden, das Set bei Amazon zu kaufen. Ich mache jetzt keine Werbung hier. Niemand hat die Absicht, Werbung zu machen. Das Schild steht irgendwo da hinten. Habe ich das vergessen aufzustellen? Ist ja auch egal. Ich habe bei Amazon bestellt. Am Montag, heute ist Mittwoch, ist es da. Versand kostenfrei zu einem Preis von 141 Euro war das, glaube ich. Muss ich mal nachgucken. Und dazu habe ich mir noch ein Weichenset gekauft, was auch nochmal nur 14,99 kostete bei Amazon. Ich denke mal, ich steige ein bisschen in die Eisenbahnwelt ein. Vielleicht dann siehst du auch schon zum Mock auch ein bisschen was mit Eisenbahn, aber mal gucken. Ihr wisst ja, ich habe ja diesen Tankwagen vorgestellt, diesen Tankwaggon von Octan. Mit eigenen Worten, davon habe ich noch 3 weitere. Ich habe 2 Oktan Tankwagen, da könnte man vielleicht auch so ein kleines Öllager bauen oder sowas. Muss ich mal gucken, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ich freue mich riesig drauf, die nächsten 2 Wochen mich hiermit zu beschäftigen. Und mit den ganzen Kisten hier hinter mir auch noch. Und dann halt, na gut, was fehlt, muss man halt irgendwo im Internet bestellen. Brickling ist eine sehr gute Adresse, brickling.com. Ist auch meine Website mit verlinkt. Ja, das soll es mal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Mike.